Viele Wochen, viele Monate war es bei uns in Deutschland viel zu trocken. Und dann kam das hier. Von Donnerstag an hat es in Deutschland verbreitet, kräftig geregnet, besonders auf der Westseite der Mittelgebirge, kräftige Niederschläge und jetzt schmiegt sich diese Front hier Richtung Alpen an und auch dort kommt eine ganze Menge Regen zustande. Bis Freitagabend 80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Kleinere Bäche und Flüsse können über die Ufer treten. Wenn man sich dort auffällt, nasse Füße inklusive, sollten Sie also meiden. Insgesamt im Süden, beispielsweise hier in Insel, wie man auf unserer Livecam sehen kann, sehr uselig sehr Grau das Wetter feucht. uselig übrigens ein Begriff aus Norddeutschland. Und genau von da kommt auch in der Nacht zum Freitag ein neuer ja, Höhenkaltlufttropfen, der Richtung Süden sich langsam aber sich erstreckt. Die, West-, die Osthälfte, deswegen eine ganze Menge Regen und teilweise natürlich auch Schnee in den höheren Lagen. Und nicht zu vergessen, weil die Höhenkaltluft die ganze Atmosphäre labilisiert, sind sogar Gewitter möglich, die von West nach Südost ziehen. Dahinter wird es dann schon wieder trocken und dann klart es teilweise auf. Die Temperaturen zwischen 2 und 5, 6 Grad. Mancherorts in den Mittelgebirgen liegen die Temperaturen dann bei Aufklaren noch etwas niedriger. Und dann wie gehabt, Freitag, Vormittag viele Wolken in der Osthälfte. Von Westen, Herr es auf. Zum Nachmittag weiterhin recht grau im Osten. Von Westen, her kann sich doch ab und zu die Sonne noch mal für längere Zeit gegen die Wolken durchboxen. Temperaturen 7 bis 9 Grad im Norden sowie auch am Alpenrand. Ja und dann bis zu 13, 14 Grad mit etwas Sonnenschein im Südwesten bei einem West- bis Nordwestwind in Böen auch stark. Da fühlen sich die Temperaturen noch niedriger an. Sie sollten eine dickere Jacke mit dabei haben, denn die Erkältungsgefahr ist dann natürlich wieder gegeben. Samstag, Sonntag wird es wieder eine Mischung aus Sonne und Wolken geben, Temperaturen bis Sonntag ansteigend auf 15 Grad und am Montag bleibt es trocken, wenn auch eine Mischung aus Sonne und Wolken vorherrscht.